Sunday, meine Lieben, ich begrüße dich, euch alle ganz herzlich zum aktuellen Wochenaufstiegsreading hier vom 10.04. ja bis zum 16.04. in die Osterwoche hinein. Und wir haben am 16. dann am Kar-Samstag nächste, also jetzt kommende Woche, auch noch einen Vollmond, den Ostervollmond. Also es wird ganz intensiv von den Energien. Und ich werde auch am Karfreitag abends, gibt es wieder ein Zoom-Live-Event, wo es ein Channeling gibt, eine Meditation, eine Aktivierung mit den Arcturianern, Mutter Maria, ganz wunderbar, um unsere Seelenherzflammen wieder schön zu aktivieren und in die höheren Lichtfrequenzen hineinzukommen, die jetzt auch in diesem Gateway, in dieser Woche über Ostern wieder zu uns strömt. Und wir brauchen das ja alle, denke ich mal, doch ganz dringend. Gute Energien, meine ich, brauchen wir alle in diesen immer noch sehr aufwirbelnden und unruhigen Zeiten. Und ich möchte direkt mal starten. Wir machen heute wieder ein schönes, großes Reading mit Einschwingung, mit den Klanggabeln und auch wieder einer Energiekarte zum Abschluss, wo wir dann schauen, dass wir das noch energetisieren. Du kannst hier schon mal aus deinem persönlichen Stapel wählen, aus einem von diesen wundervollen Monoatomen Andara Crystals. Die Kartendecks sind unter dem Video verlinkt, wenn dich das interessiert. Die Andaras kannst du bei mir im Shop erwerben. Und ja, wir starten mit der aktuellen, mit der allgemeinen Botschaft, was uns hier die geistige Welt mitteilen möchte. Und es geht um Reinheit, Serenity. Ja, die wichtigste Beziehung, die du hast, ist mit dir selbst. Und jetzt ist die Zeit, dich zu nähren, zu lieben, dich selbst zu lieben, zu gucken, zu klären, negative Gefühle, Emotionen, was noch aus der Vergangenheit oder von gestern und von vorgestern so in deinem Energiefeld ist. Und dich jetzt wirklich liebevoll und dich selbst auch zu akzeptieren und dich liebevoll zu pampern, sage ich mal, und lasse bitte nicht vergangene Konflikte oder vergangene Ereignisse oder Ressentiments dich jetzt belasten oder dich noch deine Reinheit, deine Unversehrtheit belasten oder beschweren, heißt es hier. Ich muss es immer so ein bisschen übersetzen, weil das ist in Englisch, das sind die englischen Karten, die Spirit Guides. Und hier haben wir auch das Wasserelement. Ja, Wasser kam ja jetzt auch wieder in Form auch von Schnee und Regen en masse zu uns und hat uns ja gut durchgespült, gereinigt. Und genau darum geht es auch. Und es passt ja wunderbar in die Osterwoche. Die Karwoche ist ja auch so eine, wirklich nach innen gehen, sich mit den hohen Lichtenergien, den Marienenergien, Jesus Christus und auch den Engelenergien zu verbinden und sich zu klären, bei sich zu sein. Und es zeigt ja auch schon der April an, dass der Monat auf jeden Fall unter dem Fokus steht, mehr auch noch bei sich zu bleiben, sich selbst gut zu nähren, auch zu schützen, seine gesunden Grenzen zu wahren, sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen oder überreden zu lassen, wieder zu Dingen, die man vielleicht selber gar nicht so wirklich möchte. Also das ist mir jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder so ein bisschen passiert, dass ich dann doch gern mich dann überreden habe lassen oder wo ich dann dachte, komm, jetzt probierst du das halt mal oder machst du mal das oder das, um dann sofort irgendwo festzustellen, nee, das ist gar nicht meins. Und eigentlich mein Innerstes, meine Seele, mein Herz, mein Körper sagt mir,
eigentlich was ganz anderes. Und das ist auch so eine ganz wichtige Botschaft. Und wunderbar, schaut mal, wir bekommen ganz viel Hilfe weiterhin. Das war ja auch die Botschaft aus dem letzten Reading von letzter Woche. Just ask. Also frage, einfach frage. Und hier sehen wir die Hände. Es werden uns Hände gereicht. Hände reichen aneinander, geben, nehmen. Wir haben verschiedene Symbole, Schlüssel, Federn. Ja, hier wie so ein Uhrwerk, auch die Sonnenstrahlen, also ganz viel Hilfe aus der geistigen Welt natürlich, das können jetzt auch unsere Geistführer, unsere Engel sein oder auch ja, Verstorbene, also hier unsere Geliebten auf der anderen Seite, aber auch ganz konkret Menschen im wirklichen Leben, im realen Leben, die jetzt auch da sind und uns eben mit ganz verschiedenen Dingen, die jeder Einzelne, je nachdem, was man jetzt gerade braucht oder was jetzt gerade ansteht, bekommen kann. Ja? Also wir sind ganz viele hier in der spirituellen Welt und wir können dich unterstützen, also dir assistieren in dieser Zeit. Wir sind gemacht von der göttlichen Quelle, eben Freunde, Guides, Angels, Spirit Helpers and Loved Ones, also auch unsere Verstorbenen, unsere Ahnen. Und wir warten darauf nur, dich jetzt zu unterstützen. Wir sind dein spirituelles Team und alles, was du tun sollst, ist, um Hilfe zu fragen, um Hilfe und Führung zu fragen. Und dann sind wir da und das ist wunderbar. Und ich sage auch bewusst, nicht nur aus der geistigen Welt, weil eben unsere Geistführer, unsere Engel oder die spirituelle Helfer schicken uns ja dann, wenn es auch gebraucht wird, dann auch uns Hilfe in Form von Menschen, ja, oder eben, ja, da vielleicht der richtige Handwerker oder da irgendwo eine Unterstützung im Haus oder bei anderen Projekten. Ja, also das ist die geistige Welt, arbeitet auf so vielen Ebenen und so vielen Möglichkeiten. Also wichtig, bereinigen, Reinigung, klären unsere Energiefelder täglich von allem, was ja, so jeden Tag an uns haften bleibt und das ist doch eine Menge. Und wirklich hier ganz klar um die Hilfe auch bitten, jeden Tag ein kleines Gebet machen. Ich bitte heute um Führung, um Schutz, um Inspiration, um Hilfe bei Pünktchen, Pünktchen. Und dann kann man ja das einsetzen, wofür ich die Hilfe jetzt anordere oder brauche. Und dann sage auch Danke, Amen. Und das ist wunderbar. Ja, dann möchte ich gerne mit euch, mit dir zusammen jetzt die kleine Einschwingung machen, wo wir eine Reinigung machen und uns verbinden. Die Klangfrequenzen, die kannst du auch bei mir erwerben. Das sind gechannelte Klangfrequenzen in Form von Stimmgabeln. Wunderbar für die Körperarbeit oder Energiearbeit. Die Gaia-Gabel und die Einhorn-Pegasus-Gabel haben sich diesmal gemeldet. Ganz wunderbar. Also die Gaia-Frequenz, die neue eben. Was wir brauchen viel für die Erdung und für die Herzenergien, die Verbindung. Und die Einhorn-Pegasus-Energiefrequenz ist auch für das Hören, also eben für die geistige Welt, für all unsere Helfer, symbolisch hier für Einhorn, Pegasus, Engel, Spirit Guides, ja, also dass wir hier hören, besser hören können und wahrnehmen und unser Wissen, die Weisheit auch anzapfen. Und hier in Kommunikation gehen können, ja, und dabei aber im Herzen gut geerdet, das ist wunderbar. Und somit beginne ich und du kannst dann entweder vorspulen oder sei jetzt einfach gerne mit in der Einschwingung dabei. Atme tief ein und aus. Ich bin. Atme. Lasse alle Gedanken los, alle Emotionen. Atme durch dein ganzes Sein, durch alle Chakren,
Verbinde dich mit Mutter Erde, mit dem Herzen von Gaia. Und nach oben über dein Seelensternchakra und höher zur Quelle allen Seins. Und wir laden jetzt all die hilfreichen Spirit Guides ein. Mögen es die Engel sein, Krafttiere, Geistführer, unsere geliebten Verstorbenen, Menschen wie Tiere, die uns unterstützen von der anderen Seite des Schleiers, Sternengeschwister, die aufgestiegenen Meister, Maria, Jesus und so viele mehr, die Einhörner, die Pegasen. Atme und öffne dich ganz dem göttlichen Strom, der reinen weißen Quelle des Lichts. Kristallin weißes Licht durchströmt dich. Atme es ein und aus. Ich bin rein. Ich bin Licht. Ich kläre nun meine Energiefelder, meine Chakren. Alle Gedanken, Gefühlen werden jetzt bereinigt durch das reine, weiße, göttliche Licht. Von allen dunklen, niederen und negativ beeinflussten Energien und Qualitäten, Entitäten. Atme, lass es zirkulieren. Alles wird herausgewirbelt, transformiert, gereinigt. Mein Herzenergie, meine Seelenaspekte. Torana est ama. Kellaya nauma. Taama san. Et Alua. Atme, ich bin die Reinheit, die Gott sich von mir wünscht. Ich bin engelsgleich, sternengleich und mein Körperkleid, mein Energiefeld, strahlt nun immer heller und heller, reiner und reiner, lichter und lichter. Und ich bin eingebettet in diese Reinheit und Liebe, in diese Vollkommenheit und in der Weisheit Gottes. Du kannst jetzt auch den Meister oder Meisterstrahl bitten, sich für dich zu zeigen, der dich jetzt in dieser Osterwoche begleiten mag, der dir besondere Unterstützung geben mag. Bitte einfach jetzt um den Meisterstrahl, den aufgestiegenen Meister, Meisterin oder Engel, der jetzt für dich ganz nah ist. Du fühlst es, du siehst es, spürst es oder hörst es vielleicht in Form eines Farbstrahles. Nimm es wahr oder des Namens, der Energie. Du kannst dann auch schauen anhand den Farbstrahlen, welcher Meister und Engel diesem Farbstrahl zugeordnet ist. Atme. Und bitte um die Hilfe, die Unterstützung, die du jetzt benötigst. Und es wird dir gewährt. Atme.
Atme tief ein und aus. Und so kehre langsam ins Hier und Jetzt, ganz in deine Präsenz. Zurück, öffne die Augen, atme. Wow, wunderbar, sehr stark, sehr intensiv. Und du kannst dies gerne jederzeit wiederholen, auch wenn das jetzt gar nicht so ganz klar durchkam, dann wiederhole es. Aber nimm das Erste, bitte bedenkt, das Erste, was sich zeigt oder das Gefühl oder die Farbe, die man sieht, das ist richtig. Nicht weiter drüber nachdenken und das ist es. Und jeder Farbstrahl ist auch einem aufgestiegenen Meister, Elohim, Engel zugeordnet. Das kann man nachlesen, aber auch im Internet googeln, da bekommt man auch die Information. Wow, wunderschön. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt in die persönliche Botschaft hinein. Und wir fangen an mit diesem wunderschönen Monoatom Andara, diesem Emerald. Das ist die Farbe, das Licht, der Strahl von Erzengel Raphael, Meister Hilarion, aber auch Merlins. Das ist ein richtig schönes Smaragdgrün. Und das ist natürlich auch verbunden, Herzenergie, aber auch Balance, Ruhe, Ausgleich, Fokus. Ja, der grüne Strahl wird auch viel fürs dritte Auge benutzt oder wirkt hier auch, weil es klärt und auch mit dem Strahl der Wahrheit verbunden ist und dem Fokus, ja, der Konzentration, der Weihung. Das ist der smaragdgrüne Strahl. Ja, schauen wir rein und ich möchte noch sagen, ich werde zum Schluss noch für uns alle eine Energiekarte ziehen. Also deswegen, wenn du auch hier jetzt im ersten Stapel bist, gerne spul ganz zum Schluss und dann machen wir noch die Energieaktivierung, was hier für eine Botschaft kommt, eine kurze Energiekugel für uns. Ja, und jetzt schauen wir hinein, was denn hier die Botschaft für dich ist. Wow, und hier kommt die Königin der Stäbe. Sehr kraftvoll, sehr stark, also eine sehr stark weibliche Kraft. Die Stabkönigin steht ja auch für das Feuerelement. Und zoomt er jetzt, nicht ganz. Sie hat ja auch die geflügelte Krone auf, das rote Gewand, Kleid, den Stab, also es steht fürs Feuerelement, für die Kraft, für Engagement, Passion. Ja, also sie weiß, was sie will, sie herrscht auch über das Element Feuer, also auch über die Willenskraft, sie weiß, also was sie will, sie weiß aber auch, was das Richtige ist für alle, denn sie ist ja die Königin, also hier haben wir ja die Bemeisterung der Arkana, der Stäbe, also das heißt, mit diesem Element weiß die Königin umzugehen und auch zum richtigen Moment in die richtige Handlung zu gehen, in die Aktion, nicht übers Ziel hinausschießen und nicht zu lange stagnieren, sondern sie weiß, sie ist ihrer Kraft in sich sehr stark bewusst. Ja, also hier haben wir auch die Feuerzeichen natürlich und wir schauen mal, was denn hier, wow, noch dazu kommt. Aha, wir haben den Engel des Friedens und ganz wunderbar, Ancient Wisdom for Upliftment. Wow. Das heißt, es passt perfekt. Und dann haben wir den grünen Andara, der ja Ruhe, Frieden, Ausgleich, Harmonie, auch Erweiterung, Verbindung mit Erde, mit Gaia bringt.
und auch drittes Auge. Das heißt, vielleicht warst du jetzt hier auch in einer Rolle, wo du immer sehr stark sein musstest, auch eine gewisse, ja, kämpferische, so die Kriegerin, das ist auch die Feuerenergie, die Königin der Stäbe, greift auch dann mal zu Mitteln und Maßnahmen, um eben Dinge klarzustellen oder auch zu verteidigen, ja. Wir haben den Engel des Friedens hier. Und das heißt ja hier, jetzt ist die Zeit des Kämpfens vorbei. Lasse nun Frieden in dein Leben einkehren. Ja? Und wir haben das alte Wissen für abfilmend. Also hier wird etwas ja, zu dir gebracht, um dich, um etwas aufzufüllen, aber etwas, was ja schon da ist. Also es ist wieder so eine Reaktivierung. Und jetzt schau dir mal diese, ja, Priesterin an. Sie trägt die Mondsichel. Sie steht in einem Steinkreis. Und was haben wir hier? Das sind lauter UFOs am Himmel, die hier Energie runterschicken in diesen Lichtball oder in diese Lichtkugel hier. Alles so ein bisschen violett, hellviolett. Das heißt, hier geht es auch um Transformation, Transzendierung. Wir haben die Mondenergie. Also jetzt mehr auch hier in die Verbindung des Gefühls, der Emotionen zu gehen. Ja? Schon das hast du bemeistert. So war es bisher. Immer stark sein, klar hier, aber auch mal mit Feuerkraft. Jetzt ist es wichtig, dass du dich an diesen Aspekt in dir erinnerst. Hier, das ist wirklich eine Mondpriesterin, eine Lichtpriesterin, und sie wird jetzt aktiviert wieder. Das ist ihr Wissen. Das ist altes Wissen, wo jetzt praktisch wieder ja, aufgefüllt oder, ja, ich würde sagen, wirklich aktiviert wird hier in dieser Kugel. Die Lichtstrahlen von diesem UFO gehen ja in diese Kugel auch rein. Ja? Und also es geht hier jetzt um eine neue, neuen Aspekt von dir, der aber ein Teil von dir ist, nur verborgen, verschüttet, den hast du nicht mehr gelebt. Und mit der Mondsichel heißt es hier ja auch ganz klar, die Mondenergie, also das Weibliche, die Königin der Stäbe ist ja auch weiblich, aber hier haben wir ja mehr diesen kämpferischen, auch beschützenden Aspekt, kämpferischen Aspekt. Ja, also schon so ein bisschen streng auch, sehr diszipliniert, ja, ist die Königin der Stäbe. Und wie gesagt, auch manchmal kann sie auch natürlich sehr ego ausgerichtet sein. Also sie hat schon ein starkes Selbstbewusstsein und wie gesagt, einen starken Willen. Hier geht es jetzt, sagt ja auch die Engel des Friedens, genau, jetzt musst du nicht mehr in dieser ständigen Achtsamkeit, in dieser ständigen ja, ne, Verteidigungshaltung oder Angespanntheit oder immer eben in dieser Kriegerinnenenergie. Viele wissen jetzt, was ich damit meine, die das schon in sich tragen, weil wir ja viele Leben hierher kamen und immer dann, aha, jetzt, ne, das und das tun und hier mal wieder das Schwert zücken und Klarheit schaffen und auch für etwas einstehen, für etwas kämpfen, für eine Sache, aber nein, darum geht es jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Zeit des Friedens und der Frieden wird praktisch auch unterstützt oder gelingt dir, jetzt das zu leben durch diese Aktivierung, durch diesen Aspekt deines Sternenbewusstseins, deiner Lichtpriesterin, Lichtpriester-Energie. Auch wenn du jetzt eine männliche Inkarnation in diesem Leben bist, trägst du trotzdem diese starke weibliche Energie, Feuer, und jetzt hier ist aber auch das Wasser und die Luft, Wasser-Luft-Energie. Ja, also Wissen, und das ist wunderbar, also verbinde dich und das bringt dir wieder die Balance hier, grüne Andara, das bringt dir wieder diese Magie, diese Klarheit, diese Herzkraft, diese Erweiterung, diese Balance, ja, und damit jetzt auch in Frieden zu agieren, also eine ganz andere Art und Weise, wie du dann
ja, deine Situationen gestaltest, deine Reaktionen, ja. Gar nicht mehr hier so, das ist ja auch so ein bisschen das alte Modell, sage ich jetzt mal liebevoll. Also so die Königin, der König, ja, aber auch, das ist ja auch anstrengend. Das ist ja auch, ja, immer so auf dem Thron sitzen zu müssen auch teilweise, ja, die Entscheidungen zu treffen und für das und dagegen das und da dies und da das. Und das darf sich jetzt wandeln. Da darf jetzt dieser Aspekt aktiviert werden. Wow. Hier kommen mir stark auch die Plejaden. Ich weiß nicht warum, aber hier kommt für mich die Energie der Plejaden und eben diese Verbindung. Vielleicht, ja, warst du hier eine Mondpriesterin auch oder hast halt hier auch in den Tempeln alles, was mit Mond und der weiblichen Kraft zu tun gehabt hat, schon inkarniert, weil auch das Violette, dieses Hellviolette, was hier gezeigt wird, ist auch so ein Aspekt, ja, dieses weiblichen violetten Strahls, Wissen, Reinigung, Transzendierung, aber viel Wissen, Weisheit, ja. Wow, und das darf dann dich mehr hier in diese neue Energie und in den Frieden bringen. Also, was das ist, ja, natürlich, bitte, das muss jetzt nicht so sein, dass jetzt tatsächlich die UFOs kommen, ja, die Raumschiffe und dich aktivieren. Das kann sein, ja, natürlich. Ich sehe das ja eher immer auf so einer, ja, inneren Ebene oder auf so einer, ja, spirituellen, ätherischen Ebene. Ja, also, dass wir uns verbinden, dass wir, ja, du musst eigentlich gar nichts tun, dich einfach jetzt öffnen für den Aspekt. Einfach verbinden, schauen, was kommt da durch, wo fühlst du jetzt dich hingezogen oder da meldet sich was, deine Sternengeschwister oder eben auch vielleicht auch welche, wo du jetzt noch gar nicht dran denkst, dass es die sein könnten, ja, was dich hier aktiviert, was dich hier auffüllt wieder, reaktiviert mit diesem Wissen, mit dieser Energie, um eben jetzt in der neuen Zeit als Friedenslichtpriesterin zu agieren. Das heißt schon, auch da brauchen wir eine starke Absicht, eine klare Absicht und auch einen starken Willen, den göttlichen Willen, natürlich, ja, aber nicht mehr auf die alte Art, sage ich jetzt mal, wie wir es bisher oder früher gemacht haben, sondern das ist jetzt genau die neue Energie, genau das, was jetzt wichtig ist. Weil eben Frieden, Friedenenergie, eine Botschafterin des Friedens zu sein, in allem den Frieden hineinzubringen, ist ganz, ganz wichtig jetzt in dieser Zeit. Ja. Wow, was für eine Botschaft. Ich freue mich sehr für dich. Und wie gesagt, öffne dich einfach. Du wirst meditieren vielleicht auch mal über diese Botschaft oder diese Karte, diese Energie. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht bist du da schon dabei, aber vielleicht ist es jetzt auch nochmal ganz neu für dich. Dann sei gewiss, du bekommst jetzt hier, vielleicht magst du auch am Karfreitag, an diesem Oster-Channeling dabei sein. Man kann auch die Aufzeichnung buchen, weil da bekommen wir ja eben Aktivierungen auch. Ja? Wunderbar. Wow, was für eine Botschaft haben wir hier schon gemacht, hier der Auftakt. Und wie gesagt, gerne spule vor zum Ende und für die Botschaft. Ja, ich lasse es hier noch ein bisschen so wirken für dich. Maramei sei gesegnet. Und wir schauen in die mittlere Botschaft mit diesem wundervollen, ja, goldfarbenen, wobei das ist ein ganz seltener Ember. Lemurien Ember von Mount Shasta. Andara, Monoatom Andara. Und das ist, ja, das ist wirklich wie Bernstein, ja. Die gab es zu Beginn, wo die Andaras ja kamen, gab es sehr viele von denen und das sind jetzt richtige Raritäten, ja. Diese Ember, die reinen, puren Lemurien-Ember, die unterscheiden sich vom Golden Light Andara, dass sie wirklich so dieses goldgelbe Licht tragen, also wirklich wie ein Bernstein. Und das hat natürlich auch die Energie, die Verbindung einerseits zur Sonne, zur Sonnenkraft, zur Lichtkraft, zur göttlichen Quelle,
aber auch eben zu den tiefsten Schichten von Mutter Erde. Und wenn ich jetzt hier von tiefen Schichten spreche, sehe ich hier auch auf dem Andara wie so, ja, Riefen, wie so Rillen, die auch wie so in Schichten, ja, sich zeigen. Also genau all diese Schichten der Erde, der Ebenen, wow, also das sind ganz, ganz besondere. Und wir schauen mal rein, wie gesagt, einerseits die göttliche Lichtkraft, andererseits die tiefe Verbindung zur Erde, zu allen Ebenen der Erde. Wow, weil das ist schon eine starke Energie und wie gesagt, inzwischen auch sehr rar geworden. Und wir schauen mal direkt rein bei dir. Oh, da kommt, ja, nicht erschrecken, die pure Transformation, der Tod von den Tarotkarten. In diesem Tarotset finde ich wunderbar, dass der Tod hier als Mann dargestellt ist, wie so Engel Luzifer hier mit Feuerflügel. Und das Schöne ist, dass es hier ganz sanft geht. Das ist eigentlich wie ein Liebespaar. Die Frau schaut ihn an, beide sind ganz sanft, ruhig, tanzen sie. Und die Frau weiß schon, dass hier jetzt etwas sich beendet, dass hier etwas jetzt sich transformieren darf oder muss. Hier geht es nicht nur um eventuell, sondern das ist Beendigung und Transformation pur. Und jetzt schau mal, der Flügel, der brennende Feuerflügel des Todes hier als Engel dargestellt, der Mann, berührt ganz sanft und liebevoll dieses Kleid, dass es ganz langsam hier in diese Transformation gehen kann. Also beide tanzen den Tanz zusammen, um alles jetzt, ja, das Feuer steht ja für auch die Phönixenergie, zu transformieren, zu verbrennen, was nicht mehr dienlich ist, was nicht mehr jetzt benötigt wird, damit etwas Neues entstehen kann. Und ich finde, dass diese Karte, also ich finde es perfekt dargestellt, wirklich etwas ganz Liebevolles hat. Denn da ist keine Angst, keine Furcht, kein Drama, sondern das ist auch kein Schmerz, sondern das ist ja das reinigende Feuer, auch das Feuer der Liebe, ja, also der göttlichen Liebe, das jetzt hier heilt und verbrennt und eben das verbrennt, was ja hier nicht mehr dem entspricht für dich und deinen Weg, ja. Tanz diesen Tanz mit diesem, ja, Todesengel. Der Tod steht jetzt hier wirklich für Umwandlung, Transformation. Also, du bist mit Sicherheit in einer starken Umwandlungsphase. Und schau mal, der Ember, vielleicht steht er auch hier für dieses Lichtfeuer, aber das ist ein göttliches Feuer, es ist ein gutes Feuer. Und es ist liebevoll, achtsam, ganz sanft. Es geht nichts jetzt hier so harsch oder gemein oder hart oder plötzlich, sondern du weißt ja schon um diese Situation. Ja, das kann jetzt ja eine Partnerschaft betreffen, das kann aber auch, klar, eine andere Situation, eine Berufssituation oder ja, auch die persönliche Entwicklung, dass jetzt auch etwas, eine Phase jetzt einfach vorbei ist, zum Abschluss kommt. Aber schau mal, sei gewiss, es ist unglaublich, du bist unglaublich geborgen da drin, du brauchst dir keine Sorgen machen, du brauchst keine Angst haben, denn der Lemurien-Ember und auch hier dieses Goldfeuer steht trotzdem auch für die Fülle. Es geht nichts verloren, es wandelt sich. Und der Lemurien-Ember steht ja auch für das göttliche Licht, für das Erdenlicht und das göttliche Licht, für die Ewigkeit. Denk auch an Bernstein. Bernstein ist ein Harz, das ja
ja, wie versteinert durch Millionen von Jahren. Das ist ja teilweise ganz uralt. Und oft sind ja auch ja, da so kleine Einzeller und was weiß ich eingeschlossen. Und das steht ja auch für diese Ewigkeit, ja, und diese Lichtkraft, dass nichts verloren ist. Es wandelt sich, es darf sich jetzt verändern. Und du bekommst auch die Hilfe. Schau mal, du hast hier die nächste Karte, Ask for Help. Also frage um Hilfe, wie auch hier schon. Für dich kommt diese Botschaft wirklich doppelt und dreifach. Und das ist auch wie ein Engel hier hinten oder wie ein Geistführer. Hier haben wir auch so ein bisschen Grün, also auch Grün-Gold. Also auch hier so diese Heilung, Heilung. Also bitte jetzt auch die geistige Welt um Hilfe. Also Erzengel Raphael kann hier auch mitstehen, ja. Azrael steht ja für diese Übergänge, Engel, Erzengel Azrael. Und der Lemurien-Ember, da sind natürlich auch wie Jophiel trotzdem die Weisheit, das Licht, aber auch Elohim, Cassiopeia, und andere, die hier diese Ewiglichkeit und trotzdem diese Kraft und Stärke, ja, in sich oder mit sich bringen. Also frage um Hilfe, du bekommst Hilfe aus der geistigen Welt in dieser Phase, in diesem Umbruch. Ja, was für dich vermeintlich jetzt in einen Verlust geht, aber wie gesagt, es gibt keinen Verlust. Es gibt letztendlich immer nur eine Veränderung, ein Wandel, eine andere Ebene, oder dann kann ja auch wieder etwas Neues entstehen aus, ja, der Asche. Ja, genau, guck mal. Und hier kommt nämlich der Engel des Lichtes noch zu dir. Wow, du kriegst in deinem Prozess, vielleicht so schwer wie er jetzt ist und so, ja, durch viele Emotionen oder auch, ich will nicht sagen, ja, Leid nicht, Schmerz, ja, weil wir haben halt nun mal unseren Emotionalkörper, wir sind hier eben auch, um die ganze Palette der Gefühle zu durchleben, aber wir dürfen nicht da drin verharren. Wir dürfen nicht im Schmerz, dass es dann ein Leid wird. Ja? Ein Schmerz kann da sein und ein Schmerz darf aber auch überwunden werden, transformiert werden. Ja? Und genau da kommt der Engel des Lichtes. Der Engel des Lichtes, hier schau mal. Und hier sind ganz viele Helferlein. Guck mal, das Kind, was hier auch wie ein Licht in seinen Händen hält, schau mal an den Knien und es leuchtet und hier sind ganz viele Orbs, hier sind ganz viele Tiere, die da sind, ja, also hier, es ist nicht alleine, ja, es ist geborgen, es ist angebunden, es sind ganz viele Helfer, Helferwesen und, na, er will wieder nicht zoomen. Ganz wunderbar. Schau mal, und es lacht in diese Lichtenergie hinein, ja, hier in seinen Händen, was es hier hält. Also es freut sich, es sieht, es ist eben nicht alles verloren. Es ist nicht alles letztendlich, wo du jetzt glaubst oder denkst oder fühlst. Das innere Licht, das Leuchten und guck mal, so viele Hilfe, so viele Begleiter an deiner Seite, ja, aus vielen Ebenen. Bitte auch um die Hilfe. Sei dir dieses Lichtes gewahr. Verbinde dich mit diesem goldenen Licht, ja, in dir, ganz wichtig, damit du, und nimm diesen Tanz der Transformation bewusst an. Sträube dich nicht, fürchte dich nicht. Denn nur dann wird es ein sanfter Tanz, wo du gar nicht merkst, du hörst nur die Musik, du schaust in die Augen, ja, deines Liebsten hier, ja, symbolisch gesehen, gesagt, und merkst gar nicht, wie sich alles ganz sanft und doch stark transformiert und reinigt und befreit, befreit auch von alten
Mustern, Fesseln, Bindungen. Ja? Die Hilfe ist da. Bitte um die Hilfe. Und sieh das Licht. Siehe das Licht, halte das Licht. Aktiviere dieses Licht in dir. Und nichts Schlimmes oder nichts Tragisches wird geschehen. Es ist jetzt ein ganz natürlicher Prozess, der gehört jetzt zu deinem Lebensplan, zu deiner Entwicklung. Und wir haben die Osterwoche auch da, die Energien sind stark für Heilung, für Transformation, für Liebe, für Entwicklung, für Frieden. Nutze es. Wow, Marame, bitte, auch hier bitte, spule zum Ende. Ich ziehe die Energiekarte noch für uns alle, wo wir nochmal unseren Tag oder unsere Woche energetisieren. Bitte nutze das auch, spule einfach jetzt zum Ende vor und dann können wir noch, kannst du mit dabei sein, welche Energie uns da noch unterstützt, alle. Ja, wunderbar, Marame. Sei gesegnet im Tanz des Lichtes der Transformation. Wir schauen in die letzte Botschaft. Hier haben wir einen fliederfarbenen, hellvioletten Monoatom Andara. Ich liebe diese Farbe. Das ist dieses Lila, was wir hier auf dieser Lichtpriesterinnen haben. Dieses helle Violett der Transzendierung. Auch ein bisschen so der weibliche Strahl des Amethyststrahles, also des dunkleren violetten Strahles. Und hier haben wir so diese Bereinigung, Klärung. Aber auch, ich liebe ja dieses Hellviolett sowieso in allen Variationen, aber dieses Hellviolette, das leuchtet auch immer so stark. Also das hat sowieso ein wow, so klärend, reinigend. Und transzendierend, aber auch hat sowas mit auch so ein bisschen Unendlichkeit, Wissen, Weisheit, aber auch so, ja, es bringt so wieder in die Klärung zu sich selbst, zu dir selbst, deinem spirituellen Weg, deinem Mentalfeld, deinen Emotionen, ne, dass man wieder so ein bisschen klar hier in die eigene Seelenspur kommt, ja. Wow, schauen wir rein. Ich bin gespannt. Ja, und hier haben wir die zwei der Münzen. Das ist mal interessant. The Two of Pentacles. Schau dir dieses Bild an. Das ist deine Situation, beziehungsweise das bist du mit einem Aspekt jetzt hier momentan. Du siehst hier die Zauberin, die Hexe sitzen, wie auch immer, mit ihrem Hexenhut. Auf einem bezeichnend, das ist so eine Seerose, also wir haben hier ja Seerosen, auch wieder den Teich, also es reicht in die tiefen, dunklen, schlammigen Ebenen, auch die Seerose, ähnlich wie der Lotus, ne, wurzelt in den tiefen, dunklen Gewässern und macht nach oben hin diese wunderschönen, reinen, weißen, hell, ja, rosa bis hellvioletten Blüten. Und die perfekte Balance. Die Frau hat die Augen geschlossen. Also sie muss sehr konzentriert sein und konzentriert bleiben, um diese Dinge, die sie da in der Luft hält, ganz klar zu balancieren. Also du bist im Moment in einem sehr starken Balanceakt. Das kann sein zwischen Emotionen und Gedanken, also deine Inspiration oder dein Mentalfeld und die Emotionen, weil du vielleicht etwas anderes gern möchtest oder siehst oder denkst, was aber jetzt nicht ganz, wo du mal gucken musst, dass es in Einklang ist mit den Gefühlen, wobei hier kommt mir die Botschaft ganz klar, auch den Gefühlen für die anderen. Also hier auch immer die Balance zu halten, alles immer am Laufen zu halten, perfekt, hier geht es ja auch so ein bisschen um Perfektionismus, anzupassen, sich angepasst sein, bloß jetzt nicht zu sehr jetzt
vielleicht etwas anderes tun oder an etwas anderes denken. Die Frau hat ja auch die Augen geschlossen, also sehr konzentriert. Sie muss sich konzentrieren, damit diese ja, Pentakel hier in dieser Balance, in der Luft bleiben, ja? Und im Gleichgewicht bleiben. Das heißt, vielleicht musst du dich im Moment sehr oder machst so einen großen Spagat im Moment immer noch, ja, um eben Aspekte in dir zu balancieren oder eben auch im Außen oder und im Außen, sei es in Partnerschaften, beruflich oder eben auch Bedürfnisse von anderen, von der Familie, ja, wo du es nicht, du dich noch nicht traust oder wagst, wirklich zu sagen, so, stopp jetzt. So, ich mache jetzt mal die Augen auf, hier bin ich und erstmal wahrnimmst so, wo bin ich, was will ich eigentlich? Du bist ja hier, die Frau ist ja hier einerseits wunderschön meditativ, aber sie kann ja gar nicht agieren, weil sie ist ja beschäftigt, sich so zu konzentrieren, dass ja alles schön in der Balance bleibt, der schön beruhigt ist, dass da alles gut läuft, dass das gut läuft, hier so praktisch, erinnert mich so an Familie, Job, Kinder, Mann und so, ne? Dann vielleicht noch irgendwo eine Mutter, also eine die eigene Mutter, die irgendwie noch aufmerksam braucht oder Pflege oder Unterstützung oder Zuwendung oder noch anderes, ja. Und du, wo bleibst du? Also es hat hier auch so ein bisschen, in dem Fall muss ich mich auch nicht klar bekennen, auch keine Entscheidung treffen. Denn ich bin ja damit beschäftigt, eben das zu handeln. Ja? Diese Bälle da zu handeln, das hat sie auch jetzt schon richtig gut gemeistert. Also sage, das ist schon sehr perfektionell. Aber es geht ja hier noch um was anderes. Du hast diesen hellvioletten Andara. Das heißt, hier geht es ja ganz klar auch um deinen Weg, deine Spiritualität, Bewusstsein, Wissen. Ja, also hier auch dein Aufstieg. Wenn du in dieser Position bleibst, dann verändert sich nichts. Dann bist du nur beschäftigt, eben angepasst zu sein. Zwar in der Balance, aber in welcher Balance? Ja, das sind ja eigentlich Dinge, die du ja auch für andere handelst. Nicht unbedingt für dich. Wir schauen mal, was denn die geistige Welt nämlich sagt. Und hier kommt nämlich schon, guck mal, ja mal auch das Violette und hell, hell bisschen dunkelvioletter, Radiance. Das heißt, hier geht es ja um Licht, Scheinen, Licht, Durchlichtung, Lichtstrahlen. Und schau mal, die Frau lässt hier ihr Kleid, ihr Gewand hinunter und zum Vorschein kommt ein wunderschönes, ja, Tattoo über den ganzen Rücken, der Rücken, das ist der Rücken, ja, wir tragen alles auf dem Rücken, also auch energetisch, hier der Wirbelkanal, die Wirbelsäule ist ganz, ganz wichtig und da kommt dieses transformierende Licht, wieder dieses Violett, auch die Blüten, hier, Violett, wunderschön, hier will was und der Hintergrund orange, hier haben wir ein bisschen Türkis. Also ganz lichtvolle Farben, Farben des Ausdrucks, des Selbstausdruckes, dein Licht scheinen zu lassen. Hier mal wirklich zu zeigen, wer du bist. Nicht mehr nur hier in der Position, ja, ich habe alles, ne, im Griff, ich handle alles, ich mache alles, ich balanciere alles, ja, hier zuständig, klar, mache ich auch noch, ah ja, das mache ich auch noch, ja, irgendwie jongliere ich mich so durch, ja. Stopp. Was willst du? Was will deine Seele? Was willst du jetzt noch? Was will hier sich entwickeln? Dein Licht scheinen lassen. Deine Schönheit. Hier geht es auch um etwas ganz Wunderbares, Schönes. Etwas, was dich ausmacht. Deine Einzigartigkeit. Ja? Mit dieser ja, Blumenranke, die hier über deinen ganzen Rücken sich zeigt und jetzt hier auch wie bestrahlt wird, auch wie aktiviert wird. Lass das zu. Begebe dich in dieser Osterwoche jetzt wirklich mal in dieses Licht. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst. Ich bin göttliches Licht. Arbeite mit dem hellvioletten Strahl. Reinigen auch, lösen von Mustern und frage dich für vielleicht auch so ein bisschen Tagebuch mal diese Woche, meditiere darüber, mach so ein bisschen für dich Innenschau, was möchtest du? Lass dein Licht mal wieder scheinen,
zeige dich mal. Zeige auch eben das, was da hinten dran ist. Vorne so, okay, ja, ich bin ja hier, ne? Aber was ist denn da, was nämlich sonst keiner sieht? Weil da ist ja sonst, ne, die Kleidung drüber. Und sie lässt es fallen, damit dieses Licht das jetzt aktivieren kann. Also lass mal bewusst in dieser Woche mit diesem magischen Ostervollmond, mit dieser, ja, Osterenergie, mit, das ist ja die Aufstiegsenergie, ja, das sich wieder aktivieren. Bitte mal ganz klar hier wieder um Aktivierung. Verbinde dich ganz mit voller Absicht, mit dir selbst, mit deinen Seelenaspekten, mit deinem Körper, mit deinem höheren Selbst vor allem. Lass dein Licht scheinen. Lass dich erleuchten. Lass dich durchlichten. Und leuchte und scheine dann, scheine selbst wieder in deiner ganz wundervollen eigenen Art. Das zeigt natürlich auch einen Hinweis auf Kreativität, auf schöne Dinge, Schönheit. Was hast du denn da schon alles kreiert oder was steckt da noch in dir? Also es hat viel mit Kreativität auch zu tun, ja, und deiner spirituellen Kreativität. Ja, und guck mal, was hier kommt. Wow, Licht. Und hier haben wir wieder weiß und was ist hier wieder? Dieses helle Violett. Der Engel der Entschlossenheit. Ganz genau. Entscheide dich mit Leichtigkeit und tue das, was ansteht. Ja, scheine, zeige das, aktiviere das, was dich ausmacht. Raus aus diesem, genau, das ist auch in dieser Position, wie ich vorhin sagte, ist keine Entscheidung auch möglich, weil ich bin ja hier so konzentriert, dass das Jahr schön alles so weiterläuft, dass das Jahr alles so schön, jeder zufrieden ist, alles in der Balance, ja. Gut, okay, jetzt geht es darum, dich wieder zu besinnen. Augen auf, stopp diesen Prozess, entscheide dich, treff eine klare Entscheidung. Weil das ist ja auch so ein Vorwand, sagen zu können, ja, ich bin ja, ne, ich mache ja dies und das und deswegen, ja, kann ich ja jetzt im Moment gar keine Entscheidung treffen, weil ich bin ja nur beschäftigt, hier das Rad am Laufen zu halten oder die Räder, ja. Und wie gesagt, hier kommt für mich nicht nur für dich, sondern hier geht es auch, wo du die Räder für andere am Laufen hältst. Klare Entschiedenheit, klare Entschlossenheit. Du weißt nämlich eigentlich, was zu tun ist. Mach die Augen auf, schaue hin und schaue auch mal da, lass das wieder aufleuchten, sich aktivieren, was da hinten ist, nämlich in dem Sinn, in deinem Rücken, ja, auf deinem Rücken, hinter deinem Rücken. Ja? Ganz klar, gib diesem jetzt Raum und treff die Entscheidung. Und du wirst sehen, das wird richtig gut. Das wird dich weiterbringen, weil das ist eine stagnierende Position. Das ist eine, ja, eben. Ich lasse alles so, wie es jetzt ist, ja. Aber keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und die ist nicht immer zu unserem Besten. Ja? Also auch hier, schaue hin, triff die Entscheidung, schaue, was möchtest du wirklich, was steht jetzt an. Es geht um deine Spiritualität, um deine Aufstiegsenergie, um deine weitere Bewusstwerdung wieder, Lichtwerdung und auch Kreativität. Ja? Und gerne bleib jetzt noch da, denn wie gesagt, ich werde jetzt noch für uns alle die Lichtbotschaft hier ziehen, wo wir das noch aktivieren können wieder für diese Woche. Und dir wünsche ich eine klare, mutige Entschlossenheit, aber du wirst wunderbar unterstützt, dein Licht auch hier klar wieder scheinen zu lassen, dich selbst wieder mehr wahrzunehmen. Und eben, was du möchtest, deine Seele und in deinem weiteren spirituellen Weg und Wachstum. Marame, sei gesegnet.
Danke dir, dass du da warst oder da bist noch. Wir machen ja jetzt noch die Einschwingung zusammen. Wunderbar, ihr Lieben. So, alle, die jetzt auch hier wieder dabei sind, von den anderen zwei Botschaften. Ich ziehe uns wieder eine Energiekarte. Ah, oh, unser Zuhause. Ja, das brauchen wir. Ich sage, die Woche und die April-Energie ist noch viel. Ja, schau, bleiben wir bei uns. Ja, unser Zuhause, unser Umfeld. Energized my home. Also, wir energetisieren jetzt unser Zuhause. My home is filled with positive energy. Wunderbar, liebe ich. Okay, ihr Lieben, verbinde dich hinein. Das, was dein Zuhause ist, was du als dein Zuhause empfindest, egal wie groß, wie klein, wo auch immer es ist, oder dich selbst, ja, das ist sowieso unser Herz, unser Körper, das Zuhause, mein Zuhause. Und ich bitte jetzt, atme ein und aus. Wir verbinden uns alle in die Lichtenergie und bilden einen Lichtball. Und wir bitten auch die geistige Welt, unsere Engel, Geistführer, Meister, Führer, Guides, Tiere, Krafttiere, auch unsere verstorbenen Lieben, jetzt uns zu unterstützen. Die Lichtenergie energetisiere, fülle mein Zuhause jetzt mit der höchsten positiven Energie. Atme und spüre Segen, Licht, Frieden, Heilung. Ich fülle jetzt mein Zuhause, mein Heim mit der höchsten göttlichen Lichtfrequenz jetzt. Du kannst auch Symbole einfließen lassen von Reiki oder anderen Lichtsymbolen. Spüre diesen Lichtball. Spüre, wie die Energie in dein Zuhause fließt. Da auch ein neues Zuhause sich jetzt manifestiert. Oder jetzt gerade einen entstehenden Umzug. Diese Lichtenergie energetisiert jetzt mein Zuhause. Spreche dies für dich. Mein Zuhause energetisiert sich jetzt. In Liebe, in Lichtkraft, in göttlichem Frieden. Wow. Geschützt, auch im Schutz des höchsten Lichtes. Lichtfrequenz, Schutz, Segen, Gnade. Wow. Was für eine Energie. Und ich lasse gern noch mein Lichtpendel mit rein, dass wir da noch eine Energie reinfließen lassen. Das programmierte Heillichtpendel. Wow. Und sieh jetzt auch, wie diese Lichtstrahlen und Frequenzen in alle Räume deines Zuhauses fließen. Alles durchlichten, reinigen. Ja, reinigen. Wir haben ja auch die Reinigung. Und deswegen muss ja auch unser Zuhause gereinigt werden. Und durchlichtet werden, energetisiert werden von allen niederen Energien. Wow, ja, wir lassen das jetzt alles energetisieren. Wunderbar. Spüre, wie alles gereinigt, geklärt wird in deinem Zuhause jetzt. In allen Räumen, oh ja, in allen Räumen. Schau, wie das jetzt anfängt. Das heißt, da gibt es aber ganz viele Räume und Zuhauses da draußen, wo echt eine gute Reinigung, also eine energetische Reinigung nötig haben. Denkt auch mal dran, dass ihr wirklich euer Zuhause energetisch mal reinigt. Das könnt ihr mit Reiki oder Energiearbeit machen, mit Symbolkraft, aber auch wunderbar mit der Pendelarbeit. Ne? Alle, weil es schleichen sich ja immer auch hier niedrige Energien, Streitenergien oder durch Besuch, Familienmitglieder, Partner, wie auch immer, oder auch sogar, ja, können ungute Entitäten sich anhaften, ja, oder auch im Haus sich so dunkle Sachen
andocken und man merkt es erst gar nicht und irgendwann denkt man, oh, ich schlafe immer so schlecht oder irgendwie hier so ein bisschen komisch, so eine stehende Energie, ja, dass auch der Energiefluss mal wieder vorangetrieben wird. Ganz wichtig. Wow. Wunderbar. Wir reinigen jetzt alle unsere Zuhauses in dieser Lichtenergie. Und ich danke, ja, das Pendel gibt an jetzt, okay, und wir verankern jetzt auch diese Energie. Dann fängt es meistens sternförmig an zu pendeln. Verankern wir all diese guten Lichtenergien und die Energetisierung, dass es für diese Woche jetzt lichtvoll in unserem Zuhause ist. Und das bleibt auch für diese Woche, ja. Das kannst du wiederholen, das kannst du auch machen. Ich werde hier jetzt bald auch so einen Online-Kurs anbieten, eben zum Beispiel wie das zu Hause mit dem Pendel arbeiten oder andere Themen. Wunderbar. Ich danke dir euch allen, Maramei. Sei gesegnet und ja, eine wunderschöne Karwoche. Und ich sage Tschüss, bis bald.